Heute müssen wir aus Bettys Kindergarten entkommen. Aus den merkwürdigen Bällebecken der komischen Rutsche wird sie uns jagen. Und wir sind ganz allein. Ja, Leute, da werden wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, worum es komplett darin geht. Aber ich habe gehört, dass wir hier eine To-Do-Liste haben. Und es steht einfach gar nichts drauf. Das ist schon mal eine super Sache. Was haben wir hier? Eine Geschwindigkeitssoda. Kann man sich die kaufen? Oder ey! Was auch immer das hier ist. Wir können damit zielen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es wirkt auf jeden Fall nicht nach einem Kindergarten. Und deswegen gehen wir rein, Leute, in Kapitel 1. Oh, wir gehen jetzt also in Bettys Kinderzimmer rein. Ich meine, Kindergarten eigentlich. Aber ja, wir versuchen uns reinzuschleichen. Und es sieht aus, als wäre es irgendwie verschlossen. Yo! Wir sind einfach durch den Boden gefallen. Tutorial. Wir können mit der Scope eine Waffe ausrüsten. Da müssen wir auf den Bildschirm tippen und drauf schießen. Wir haben einen Sprungknopf und wenn ich in der Luft bin, kann ich auch noch ein Jetpack benutzen. Und mit der Taschenlampe können wir nach Lösungen suchen. Ah, okay. Erkunde den Kindergarten. Oh, und die haben sogar diesen alten Teppich, den ich noch hatte als Kind. Oh, Leute, das war wirklich der beste Teppich, den man haben könnte. Wenn ich ein Kind habe, ich werde so einen Teppich suchen und den auch noch kaufen. Und damit Hot Wheels rumflitzen. Miau. Das bockt, glaube ich, übertrieben. Und wir sind einfach in den Wäschekorb gelandet. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie eine Lösung finden, wie wir hier rauskommen. Es scheint irgendwie schwer zu sein. Oh, ich habe einen Tunnel gefunden. Hier geht's rein. Oh, es sieht aber gruselig aus. Meiner Meinung nach. Aber immerhin haben wir eine Taschenlampe. So kommen wir auf jeden Fall durch. Das sieht echt gruselig aus, sage ich euch. Auch ein cooles Spiel bisher. Also Leute, wenn es ein Chapter 2 gibt, 1000 Likes. Und wir bringen Chapter 2. Okay, dann öffnen wir... Wolltet ihr mich gerade jumpscaren? Was wolltet ihr denn mich... Hä? Wolltet ihr mich gerade jumpscaren? Ich verstehe es nicht. Na gut. Oh, da darf man nur als autorisierte Person gehen. Okay, ich gehe trotzdem rein. Batteriebox? Ist mir egal. Ich gehe einfach rein. Let's go. Ich glaube, es sieht ein bisschen gruseliger aus, als ich dachte. Wir haben Mutationsglas. Eieiei. Okay, ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ein sehr mieses Gefühl. Ist das Teil der Fabrik? Wo sind wir hier? Schritt 1. Um die Kabel mit der Box zu reparieren, musst du viermal auf das Kabel oben und unten klicken. Aha. Dann den Exit-Knopf drücken. Und wenn ich diese Symbole sehe. Ah ja. Okay, okay. Wo ist denn diese Betty? Also es sieht so aus, als wären wir gerade irgendwie Teil von der Fabrik oder so. Wir können auch einmal am Rad spinnen. Okay, komm. Einmal können wir spinnen. Dann, was haben wir da drin? Und es ist... oh, wir hätten fast ein legendäres Teil bekommen. Aber wir haben einmal eine Geschwindigkeit, so, oder? Die nehme ich gerne an. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Und drücken. Ja! Yo! Das ist die Sporthalle. Wir haben es also hinbekommen. Und die Atmosphäre ist sehr gruselig. Ich habe gerade die Turnhalle freigeschaltet. Wir haben drei Aufgaben für dich vorbereitet, die du in einer zufälligen Reihenfolge abschließen wirst. Dieser Bildschirm zeigt dir an, wie viel Zeit du bis zum Öffnen der Tür bleibst. Die Tür öffnet sich, wenn sie 100% erreicht haben. Du kannst auf diesem Laufband trainieren, um schneller zu werden. Was? Was ist denn das für eine Map? Entkomme aus dem Gym. Okay, dann haben wir schon mal 25% erreicht. Ich glaube, wir haben eine Batterie bekommen. Finde also bessere und bringe sie zur Turnhalle. Wir brauchen Batterien. Okay, das muss die Aufgabe sein. Finde 4 Batterien auf der Karte und bringe sie in die blauen Boxen. Das ist voll die coole Map. Du kannst Batterien in den roten Boxen mit dem Batteriesymbol finden. Ah, davon habe ich eine gesehen. So, 4 Batterien müssen wir finden. Ich weiß immer noch nicht, wo diese Betty ist, aber bis jetzt ist ja alles noch ganz entspannter Rino. Wir gehen einfach mal hier durch. Eine Batterie haben wir schon mal. So, dann checken wir mal aus. Das hier ist ein Obby-Teil. Schieße mit einer Waffe. Ich weiß, wie das geht. Dankeschön für den Hinweis. Okay. Wer ist das? Hey, das ist ein Monster. Was? Es gibt einfach Monster in diesem Spiel? Ich muss unbedingt einen zweiten Part dazu bringen. Ah, ich glaube... was ist das hier?
Oh. Das hätte ich lieber doch nicht machen sollen. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Komm, Junge. Komm, nehmen wir den auseinander. Na los. Zack, zack, zack. Und bam. Ja. Wir haben ihn besiegt. Let's go. Das ist gut. So, was ist das hier? Holzblock bekommen. Okay. Ich kann das Licht ausmachen. Ich weiß nur nicht, was es bringt. Vielleicht können wir dadurch die Batterie aufladen. So, was haben wir hier? Da bloß nicht runterfallen und ich fall straight runter. Respawn. Ich habe noch 2 Leben übrig. Oh, das ist also auf Leben. Okay, dann muss ich aufpassen. Hallo, kleiner Hundi. Was bist denn du für einer? Oh, nee, nicht schon wieder Gegner. So, lass mich. Lass mich. Ich mach den fertig. Also noch wirken die nicht so gefährlich. Ich habe irgendwas bekommen. Ich weiß nicht was. Ich glaube gar nichts. All dieser Aufwand nur für 4 Batterien. Da gehe ich doch gleich zur Tankstelle und hole mir die Batterien. Und wofür muss ich diesen Knopf drücken? Ich kann das Gleiche doch auch an der Stelle machen. Hä, das macht keinen Sinn. Oh, wer bist denn du? Ja, mein Freund, ich bin mir da nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich mach mal lieber die Tür zu. Nur autorisiertes Personal. Dann würde ich sagen, sind wir mal lieber vorsichtig. Was ist das? Dieses Bild trägt den Titel The Abyss. Okay. Ich habe auch nur eine begrenzte Zeit, um alle Batterien zu finden. Das ist das Problem. Deswegen müssen wir den Speedrun-Modus... Ja! 2. Batterie gefunden. Nice. Leute, ich muss sagen, ich bin von diesem Spiel bisher sehr beeindruckt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der mich gleich zerstören wird. Okay, lieber Hundi, willst du kämpfen? Er will nicht kämpfen, er will nicht kämpfen. Was ist das? Das müsste wohl der Spielplatzbereich sein. Neuer Gegenstand, Mutationsglas. So, komm. Der ist ein bisschen besser gelaunt. Oh, oh. Ja, das merkt man, das merkt man, das merkt man. Der ist hinter einem her. So, Kollege, ich weiß, du hast gute Laune, aber das bringt mir nichts. Ich muss dich trotzdem zerstören. Vielleicht gibst du ja ein bisschen Loot. Vielleicht droppst du ja ein bisschen guten Loot. Er droppt gar nichts. Naja, alles öffnen, was geht. Ja, neues Mutationsglas. Das ist sehr gut. So kommen wir weiter. Geschwindigkeitssoda. Ich habe doch Geschwindigkeitssoda. Ich kann die benutzen. Ah, wir trinken ein bisschen. So, das ist doch die blaue Fanta. Jo! Oh, Junge, Alter, das ist der Super-Power-Modus. Super-Power-Modus. Nur, ich merke irgendwie keinen Unterschied. Irgendwie fühlt sich das genauso langsam an wie vorher. Und die Wirkung hält auch nur 1 Minute. Das ist ja gefühlt wie bei einem richtigen Energy-Drink. Na gut, na gut. Wir gehen einfach weiter. Oh, das sieht so schön aus. Mit diesen ganzen, wie man das auch immer nennt. So, hier geht's hier mal rein. Ah, nichts drinne. Aber hier ist so einer von diesen Blöcken. Die sammeln wir mal auf. Holzblock. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Vielleicht kann man in diesem Spiel ja craften. Lieber Hund, wenn du wie Huggy Wuggy da schon das 3. Mal da stehst und auf mich wartest, dann bitte hau nicht ab. Du hast vergessen, die Batterie abzuholen. Welche Batterie? Ah. Ey, und der ist auch abgehauen. Hier ist es gar nicht aufgefallen, dass der schon da gewesen ist. Aber gut. Yo, das sieht voll schön aus. Wir haben hier einfach so... Wer ist das? Das sieht schon cool aus hier, aber so ganz alleine weiß ich nicht, ob ich da irgendwie da Bock drauf habe. Komm, wir machen den Fall fertig. Okay, wir haben ihn zerstört. So, noch ein neuer Holzblock. Vielleicht brauchen wir die ja später. Was ist hinter der Tür? Gar nichts? Kann ich mich da verstecken? Okay, das ist ein komischer Clown. Ich glaube, ich gehe nicht in seine Nähe. Aber ich muss hier rein. Oh Mann, wenn der sich jetzt bewegt. Ich habe das Gefühl, der wird gleich losrennen. Der wird sowas von losrennen. Es ist zu ruhig. Es ist sehr ruhig. Ein bisschen zu ruhig, meiner Meinung nach. Aber sowas von. Okay, es ist ein Labyrinth. Es ist ein sehr gutes Labyrinth. Es ist das verrückte Labyrinth. Oh, aber wenn ich hier als Kind wäre, ich hätte den Spaß meines Lebens gehabt. Nur nicht, wenn ich den Typen anschaue. Ich glaube, dann wäre ich freiwillig rausgelaufen. Okay, ab geht's in die Rutsche und in das Bällebecken rein. Juhu! Yeah, badabadu! Wow! Okay, mein Kopf guckt nur noch aus dem Bällebecken raus. Und Junge, wie sieht denn das Bällebecken...
von unten. Sorry, Mann. Ich muss den erstmal erledigen. Der hätte mich fast eiskalt erwischt. 3, 2, 1 und weg mit dir. Okay, wir haben ihn zerstört. Das ist schon voll der coole Ort. Mit dieser Rutsche und diesen Bällebecken. Aber irgendwie beschleicht mich ein Gefühl von Grusel. Und ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ich habe eine Plastikkugel gefunden. Dem muss man die geben. Oh, wir müssen jetzt hier durchschauen. Hey, Moment. Ich habe es geschafft und ich habe es nicht mal gemerkt. Das Tor hat sich geöffnet. Ich habe es gar nicht gemerkt. Aber gut, dann gehen wir mal hier lang. Wir können uns auch einen besseren Jetpack kaufen. Brauche ich nicht, Leute. Mit dem Jetpack-Boost komme ich schon hoch genug. Guckt euch das an. Ich kann sogar den Doppelsprung schaffen. Das ist doch easy. Kein Problem. So, alles looten und leveln. Und wir haben jetzt das dritte Munitionsglas. Und da ist die vierte Batterie, die wir brauchen. Das ist nice. Wir haben die erste Quest, die Hauptquest erledigt. Noch ein bisschen Nebenquest farmen. Farmi Mami und let's go. Wir haben das nächste. Und was ist hier? Ich glaube, hier runter sollte man nicht springen. Erforderlicher Gegenstand. Schere. Was? Ich soll mit einer Schere hier gleich herkommen? Okay, es sieht so aus, als wäre dieses gesamte Spiel voller Secrets und merkwürdiger Rätsel, die man erst dann machen kann, wenn man ein weites Mal hierher gekommen ist. Let's go. Wir haben das Rätsel geschafft. Oh, komm schon, lauf doch nicht die ganze Zeit. Moment, aus dem Weg, Alter. Ich will es nicht riskieren, was passiert, wenn ich auf ihn zulaufe. Ich habe nur noch 2 Leben übrig und dann war's das. Aber gut, wir haben ihn besiegt. Das ist schon mal das Wichtigste. So, jetzt geht's hier mal weiter. Und schauen wir mal, was hier unten... Wo bin ich jetzt? Ah, ich war hier gerade schon, oder? Nee, das ist ein neuer Bereich. Was passiert denn, wenn ich das Licht ausmache? Das ist ein bisschen gruselig. Oh Gott, der ist mir immer näher. Er kommt mir zu nah. Na los, mal fertig. Ja, so, wir haben ihn besiegt. Ich mache mal doch lieber das Licht an. Das ist mir ein bisschen zu gruselig. Wir haben eine neue Waffe freigeschaltet. Schleimkugel, besondere. Oh, okay. Die ist besser als die alte. Ja, das merkt man. Die wirft ein bisschen langsamer, aber ich glaube, die macht mehr Damage. Das ist gut. Ich habe das Gefühl, diese ganzen Lichtschalter, die man ausmachen muss, wären eine andere Aufgabe, wenn es zufällig wäre. Hey, aber ich sehe, was ich freigeschaltet habe. Ich habe immer die polnische Fahne aufgesammelt. Ist das Zufall oder ist es bei euch auch so? Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir sehr. Boah, das Spiel ist unheimlich. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, es kommt gleich ein Monster. Ah, wir sind jetzt hier unten. Wir haben es geschafft. So, jetzt bringen wir die Batterien und tun sie mal hier rein. Dann haben wir die Aufgabe doch erledigt, nicht wahr? Dann haben wir es geschafft. Erfolg, 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 Erfolg. Yes, jawohl, Batteriesammler. Warum brauchen sie so große Batterien? Man weiß es nicht. Oh. Alter, die Musik geht ab. Wo kommt die her? Junge, jetzt weiß ich, wofür diese Batterien waren. Weil ich einfach... Sind wir gerade in Ägypten und ist das ein Sandsturm, der da kommt? Ja, es sieht so nachher aus. Aber ja, die nächste Aufgabe ist... Du musst 3 Stromerzeuger reparieren und einschalten, bis die sich auf der Karte befinden. Stromausfall. Finde Stromkästen, die auf der Karte sind, und repariere sie. Ach nein. Um den Generator zu reparieren, ziehe am roten Hebel. Denk dran, reparieren Sie alle Stromkästen, bevor Sie die Hebel ziehen. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was wir jetzt in der Zeit wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen werden. Aber wir schauen uns das an. Hä? Warte mal. Wir hatten gerade eben Sahara-Wüste und plötzlich ist blauer Himmel. Aber wir haben Nacht. Bei einem Stromausfall. Obwohl es draußen Tag ist. Wo macht das denn Sinn? Okay, also es sieht so aus, als hätten wir das mit den Batterien das erste Mal... Ja! Dieser komische Hund. Okay, die Musik geht aber auch sehr deep. Wie kommen wir nicht durch? Ich habe keine Schere. Ich komme hier nicht rein. Ich kann die Tür öffnen. Oh. Das Spiel ist doch ein bisschen unheimlicher, als ich es anfangs hatte. So. Wie beheben wir es? Ja, wir müssen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war falsch. Oder? Oh, oh. Nach oben. Ah! Was? Was ist hier los? Ey,
ihr habt mein Roblox gehackt. Ich bin schon wieder draufgegangen. Hä, aber was muss ich denn machen? Ihr gebt mir 5000 Tutorials, wie man das Spiel hier spielt, aber für das hier macht ihr kein Tutorial? Nein, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wir müssen es ja offensichtlich lösen und erst dann können wir... So, ich mache jetzt hier. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Oh, warte mal. Ich glaube, wir müssen das schnell machen. So, bevor der Hund uns erwischt. Okay, ey, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob es wirklich geschafft wurde, aber es sieht danach aus, als hätten wir es geschafft. Hat es denn geklappt? Du musst alle Stromkästen reparieren. Och, es ist... Und ich habe die Tür... Ich habe den Generatorhebel nicht gezogen. Hä, da war noch... Oh nein, da unten war noch einer. Und ich bin runtergefallen. Nein, nein, nein. Ey, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Leute, ich habe auf jeden Fall Bock, das Ganze nochmal zu spielen. Es ist ein merkwürdiges Spiel. Ich muss aber sagen, die Atmosphäre ist sehr cool. Deswegen, wenn ihr wollt, dass wir das Ganze noch einmal machen, und zwar durchspielen, dann zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Bei 1000 Likes werden wir Bettys Kindergarten erneut besuchen und durchspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. IDs raus und rein und ciao.